Dieses Spiel habe ich mir damals als Kind von einem Schulkameraden ausgeliehen und ich bin vollkommen blind reingegangen. Irgendwie wurde ich damals aber nicht richtig warm mit dem Spiel, aber ich habe es natürlich dennoch immer wieder versucht. Mittlerweile habe ich aber viele Leute kennengelernt, die das Spiel in sehr guter Erinnerung haben. Höchste Zeit also, dass ich mir das Spiel mal genauer anschaue. Was taugt The Amazing Spider-Man für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien sehr früh im Lebenszyklus des Game Boys 1990 bei uns und den USA. Japan ging dabei leider leer aus. Im Wege wurde es vom englischen Studio Rare und von Nintendo selbst bei uns veröffentlicht. Das Spiel ist ein relativ klassisches Beat'em-up. Das heißt, ihr steuert Spider-Man klassisch von links nach rechts durch die Level und verprügelt die Fieslinge. Am Ende eines Levels erwartet euch natürlich ein Boss aus dem Universum. So lauert zum Beispiel Magneto im ersten Level auf euch. Die Kämpfe laufen dabei relativ simpel ab, da die Fieslinge auch nicht viel einstecken können. In der Regel fallen diese schon nach nur einem Schlag um. Längere Kämpfe wie zum Beispiel in dem Battletoads-Spiel mit mehrmaligen Niederhauen gibt es hier leider nicht. Um die Bösewichte zu bekämpfen, habt ihr so einige Optionen. Zum einen den normalen Schlag, der jedoch eine sehr kurze Reichweite hat und ehrlich gesagt nicht sehr befriedigend ist, einen Sprungtritt und wenn ihr euch duckt, könnt ihr auch treten. Wenn ihr die Schlagtaste etwas länger gedrückt haltet, könnt ihr sogar Spinnnetze verschießen, was aber natürlich Munition verbraucht. Aber das ist hier leider alles etwas zu fummelig gestaltet und das liegt vor allen Dingen an der Steuerung. Zum Beispiel diesen Schuss benutzt man ehrlich gesagt sehr, sehr selten, was einfach zu sehr den Spielablauf stört. Außerdem hat sich Rare dafür entschieden, einen Knopf für das Springen und den anderen für den Schlag zu belegen. Andere Vertreter des Genres machen das in der Regel anders und legen einen Tritt und einen Schlag auf die Buttons und das Springen auf den Steuerkreuz nach oben Knopf. Das hätte hier in meinen Augen auch viel besser gepasst, da die Steuerung nämlich so fummelig ist, hört das Kämpfen auch nicht sehr befriedigend aus und bleibt recht flach, was wirklich schade ist. Dazu kommt, dass die Gegner auch keine allzu große Abwechslung bieten und es sich daher relativ schnell alles richtig eintönig anfühlt. Das sieht man auch an den Leveln an sich. Natürlich wechseln die Umgebung etwas, aber alles fühlt sich irgendwie gleich an. Hier und da wird sich zwar bemüht, das Spielprinzip etwas anders zu gestalten. Im zweiten Level müsst ihr zum Beispiel eine Hauswand hochklettern, um Geschossen auszuweichen, die eure Spinnenkräfte vorhersagen. Das macht aber dann auch noch weniger Spaß. Ein Passwortsystem gibt es leider nicht, aber ihr bekommt immerhin ein paar Spielcredits. Die technische Seite ist auf jeden Fall die Stärke des Spiels. Die Musik und die Grafik sind auf einem guten Niveau, vor allem wenn man das frühe Erscheinungsdatum mit berücksichtigt. Spätere Spider-Man-Spiele kriegen das teilweise nicht so gut hin, wartet hier aber in beiden Bereichen keinen zeitlosen Klassiker oder ähnliches. Was taugt The Amazing Spider-Man für den Game Boy also heute noch? Das Spiel hat ganz klare Schwächen. Der Schwierigkeitsgrad ist teilweise frustrierend, aber das ist ja durchaus nicht unüblich für die Zeit. Für mich ist vor allem die Steuerung ein echter Spielspaßkiller. Es ist einfach zu langsam und zu fummelig. Ich kann die Faszination zu dem Spiel verstehen, aber aus heutiger, neutraler Sicht gibt es einfach viel bessere Spiele in dem Genre auf dem System. Das war der Test zu The Amazing Spider-Man für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.